Hallo und herzlich willkommen zum Wochenausblick. Ja, der Wochenausblick geht dann schon in den Februar hinein. Anbei nochmals aufgezeigt unsere Risikohinweise und somit begrüße ich doch schon einfach mal den Chris. Hi Chris, hallo. Ronny. Hi Ronny. Hey, ja, letzte Woche, willst du kurz darüber noch was sagen? Genau, sollte man auf jeden Fall. Also wir haben letzte Woche den SPX und den Nasdaq gemacht und wir hatten im SPX halt noch ein Tief erwartet und dann eine Seitwärtsbewegung in Form einer 4. Eins muss man sagen, diese Abwärtsbewegung ist tiefer gegangen als erwartet. Muss man mit leben. Weil du kannst in einem Impuls kannst du keinen Stopp festhalten quasi. Wir haben nur Ziele in einem Impuls und ja, eine Bahn kann man nicht aufhalten, würde ich mal sagen. Mindestens ein Anhaltspunkt, wo man hinlaufen sollte. Genau. Das haben wir ja im Endeffekt ja mitgegeben. Genau, und dieses eine Tief kam dann auch direkt am Montag und ab Montagnachmittag, ja, ging es dann in eine sehr, sehr volatile Seitwärtsphase die ganze Woche über. Das Und stimmt. wenn Bevor wir man, den SPX machen, was hältst du davon, wenn wir kurz den DAX besprechen, dass genau. man da auf der wartenden ja, Haltung eher sich positionieren sollte, sprich mal nichts machen. Genau, würde ich nämlich auch sagen, von mir gibt es ein Handelsverbot für den DAX, würde ich mal sagen, weil wenn man unsere Charts immer mal beobachtet, sind eigentlich nicht so viele Pfeile immer drin. Und jetzt gibt es leider sehr viele Pfeile drin, was auf sehr viele Variationen hindeuten kann. Und gerade das bei so einer Vola, ja, sollte man vielleicht auch mal ein bisschen die Füße stillhalten. Gerade vielleicht als ein bisschen unerfahrener umso mehr. Und wir haben durchaus die Möglichkeit, dass er in einer korrektiven Formation einfach ein neues ATH sehen kann. Also das ist auch eigentlich überhaupt kein Problem. Da hätten wir quasi auf der Oberseite jetzt erstmal ein Ziel bei 980 ungefähr, aber auch gerne die 16.200. Sollte man auf jeden Fall im Auge beachten oder im Und Kopf halten. dann ist es im Endeffekt auf der Unterseite so, dass wir halt eine 15, ja, 15.000 nochmal sehen und dann steigen oder sogar tiefer fallen. Und dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wie du jetzt eh gerade gesagt hast mit den vielen Pfeilen, wenn das Bild nicht klar ist, dann muss man auch einfach mal die Füße stillhalten oder ihr kommt in unseren Blog, sollten sich die Muster dann wiederum etwas besser darstellen, ja, dann werden wir das auf jeden Fall wiederum anfangen zu handeln. Aber vorher macht es mehr oder weniger nicht so viel Sinn. Wir wollen insgesamt zwar hoch, so würde ich das mal bezeichnen. Die Frage ist nur, wie ist der Weg? Genau, bitte auf Mustervervollständigung achten. So ist es. Aber es gibt ja Deswegen. trotzdem Märkte, die sind ja besser. Und da hatten wir jetzt gerade angefangen mit den SPX. Und Genau. da erzählen wir uns doch mal, was wir hier mehr oder weniger als etwas klarere Bilder sehen. Genau, und deswegen haben wir diese Woche uns wirklich auch intensiver mit dem SPX beschäftigt. Und auch nochmal darauf hingewiesen, Achtung, Mittwoch war fett und es sollte kein Non-Event diesmal werden und es war auch kein Non-Event. Und das haben wir dann ein bisschen intensiver verfolgt. Und jetzt könnten wir halt quasi mit dem Freitagshoch das Wochenhoch, was nein, ja ungefähr das Wochenhoch fast markiert haben. Das Wochenhoch war ja hier. Aber er könnte nun direkt mit einem Gapdown starten und sich direkt auf die 4.175 bewegen. Aber er könnte quasi hier auch erst eine A, hier ein Flat, in einer Flat eine B gemacht haben, hier eine C machen, das Ganze wiederum Wieder als als, B, ne? genau, wieder als Flat, als B, dann kommt nochmal eine Aufwärtsbewegung wieder an dieses Hoch heran, von mir aus auch wieder an die 4.470 heran. Und dann erst diese entscheidende Abwärtsbewegung. Also er kann einfach volatil noch weiter in der Seitwärtsphase verharren und erstmal ein direktes Aufsteigen Richtung 4.600 oder 4.700 sogar, würde ich jetzt erstmal geringerer Wahrscheinlichkeit betrachten.
Und ja, wir sollten uns wirklich auch nochmal in der volatilen Seitwärtsphase wahrscheinlich bewegen. Aber für eine mittelfristig steigende Aufwärtsbewegung fehlt mir eigentlich hier noch ein Tief. Und vorher würde ich jetzt mittelfristig jetzt nicht irgendwie long investiert sein wollen. Ja, also wie gesagt, ein Tief oder ein Doppeltief, so kann man es ja im Endeffekt auch mal ausdrücken, klingt auf jeden Fall plausibel, wenn man diese ganze, ja, Struktur dieser Seitwärtsbewegung uns einfach mal betrachtet. Genau. Immer dran denken. Erste im Monat ist immer ein verrückter Aufwärtstag. Als kleiner Tipp. Ronny Gold. Ich meine, ja, was hatten wir da mal gesagt? Gold, kann ich mich immer noch daran erinnern, hast du korrektiv hochgezählt und in unserem Ausblick, was wir Jahresausblick gemacht haben, haben wir auch nochmal darauf hingewiesen, dass diese, was du jetzt eingezeichnet hast, die Aufwärtsbewegung ABC, korrektiv erscheint und du wolltest an den jeweils besagten Punkten nochmals ein jeweiliges Tief sehen. Genau, und wir könnten uns jetzt auf dem Weg dahin befinden. Und ja, ich glaube, Max hat es ganz gut mitgenommen. Und hier erwarten uns dann einfach Schaltpunkte im übergeordneten Count. Ich würde jetzt einfach das auch mal so stehen lassen, mal 1730, 1700 rund. Entweder kann er sich da fangen und wieder steigen, oder ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen tiefer gehen. Ja. Man kann es, glaube ich, sehen, dann unter 6 und unter 1600, wenn dieser Bereich hier nicht halten sollte. Aber wie gesagt, da sind wir noch nicht. Das gucken wir uns dann an, wenn wir da sind. Also im Großen und Ganzen eine größere Korrektur oder im Endeffekt diese 1700, 1720, was du da eingezeichnet hast, ist der jeweilige Schaltpunkt für die nächsten Bewegungen. Ne? Genau, wichtig, ganz wichtig. Ja, dann schauen wir uns Gold im Endeffekt an. Viele, soweit wie ich mich mal umgehört habe, wollen definitiv steigende Kurse sehen. Langfristig, das finde ich definitiv vernünftig. Und das ist ein Weg dazu, wie es dazu kommen könnte. Ansonsten schreibt unten in den jeweiligen Kommentaren, wenn ihr zu den Rohstoffen oder anderes als jetzt Gold mehr wissen wollt oder schaut bei uns vorbei. Und somit hätte ich gesagt, können wir doch schon fast als Wort vom Sonntag hernehmen, Chris, oder? Absolut. Ich wünsche euch eine schöne Handelswoche und auf die Wohle achten.